ist er wieder. Günni hier. So, pass auf. Heute geht los. Heute sind wir in Holland. Machen wir ein bisschen Ditbett. Und hinter der Kamera, das werdet ihr merken, weil er wieder wahllos hin und her geht, ist heute mal wieder der Fabian. Und ihr kennt ja Fabian, der hält ja die Kamera da. Da hält er sie mal da. Aber ist nicht schlimm. Passt ja zu uns. So, heute machen wir so ein bisschen Kanalhoppen. Könnt ihr ein bisschen gucken hier. Zeig mal schön den Kanal. Oh, herrlich. Ja, nichts. Ja, komm wieder zurück, Junge, komm wieder zurück. wisst ihr schon, was ich meine? Ein bisschen Kanalhoppen in Holland, ein bisschen Ditbaiting. Mein erstes Ditbaiten in Holland auf Hecht dieses Jahr. Also in der Saison. Natürlich habe ich dieses Jahr schon gemacht, natürlich nichts gefangen. Aber ist ja nicht schlimm. Das erste in dieser Saison. Und wir gucken mal, wir werden die Kanäle ein bisschen abhoppen. Hier in Holland, ein bisschen mit Köderfisch. Ihr seid dabei. Wir schauen mal. Einfach am Start. Mal sehen. Schönen Köderfisch. Das ist so ein, ja, wie soll ich das sagen? Wie nennt man das? So eine Wiegetechnik, glaube ich. Ne? Hier hält er den schön fest. Bisschen Baitband drum. Und genau. Gehen wir ein bisschen auf die Brücke. Lassen wir den einfach hier ein bisschen ab. Ich glaube, von der Brücke angeln in Holland ist, glaube ich, verboten. Nur mal so zur Info. Nicht, dass ihr meint, ihr macht halt alle nach und ihr kriegt Ärger. Wenn sie mich erwischen, kriege ich auch Ärger. So. Pass auf, geht los jetzt hier. Einfach schön ablassen. Tack. So, guck mal. Und dann lassen wir die jetzt einfach mal ein bisschen pendeln. Einfach ein bisschen lang pendeln und gucken, ob sich hier irgendwo so eine kleine Mutti versteckt oder ein Geschwisterchen. Ob, was ist das denn jetzt hier? Ist ja nicht schon ein Biss, oder? Hä? Guck mal. Nee, doch nicht. Ah. Mal gucken, heute geht bestimmt was. Und wenn nicht, dann haben wir Schneider-Video. Ist auch alles klar. Wisst ihr Bescheid? Ist Action. Neue Stelle, neue Welle. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier runterkommen. Oh. Ja, ist klar, Jungs. Wenn ich hier hinfliege, ne? Ja. Dann liege ich hier. Komm! Du Nasenbohrer. Jungs! Geht vorwärts hier. Ha, die Hechte warten noch auf uns. So. Aber wir sind nicht die Einzigen. Die Holländer, die rasen alle hier mit den Fahrrädern rum und machen und tun. Finde ich gut. Die sind auch alle schön am Spotten. So, jetzt gucken wir mal. Oh. Schön. So. So, erstmal gucken, ob das Tüttel hier schön. Ja, passt ja. Gut, wir machen alles fertig. Dranbleiben. Warte, da vorne ist auch gut. Wir kommen. Wir gehen erstmal gucken, was da los ist. Vielleicht können wir hier ein bisschen die Pose ein bisschen tümpeln lassen. Wenn da hinten ein Biss kommt, das hören wir. Da macht er Tüttel. Ui. Psst, da ist jemand. Ist belegt. Komm, wir gehen wieder. Jetzt mal eben neu binden, weil das ganze Gelumpe vorhin abgerissen ist. So, hier in diesen Boxen, meine Boxen kennt ihr mittlerweile. Eine schöne Gummiperle. Ein Stopper ist noch drauf. So. Brauchen wir hier ein Wirbel. Das war schon. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist der Stopper noch, ne, ist klar. Ja. Dann packe ich eine schöne Gummiperle vor. Einmal oben, weil, oder? Wir gucken, ob der durchgeht. Na, weil ich meine, der geht nämlich, der geht durch, ja, ja. Müssen wir einen Stopper vormachen, weil eine Gummiperle müssen wir vormachen, weil der Stopper ein bisschen zu klein ist. Kommt vom Fiederangeln. Das ist alles ein bisschen feiner. So, tack. Schön hier durchgenudelt. So. Kein Hexenwerk. Bei mir manchmal schon. Wisst ihr Bescheid?
Mein Gott, ey. So, da ist er. Tack. Machen wir ein Birnblei drauf. Nehme ich ganz gerne. Warum auch immer. Finde ich gut. Hat keinen Grund. Fliegt besser. Und ist schwieriger drauf zu machen. So, tack. Es fehlt mir natürlich noch eine Gummiperle. Aber den richtig, ja. Muss er wie so ein Tropfenblei machen. So. Packen wir uns noch eine Gummiperle. Macht die irgendwie. Geht nicht. Dann nehmen wir eine andere. Geht auch nicht. Oh. Ja. Jetzt aber. Ja. So. Zack. Schöne Perle. Da machen wir noch jetzt einen Allright-Knoten. Oder einen Grinner. Grinner, so sagt man ja, ne? Ja, ganz einfach. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6. Ich mache den einfachen, weil bei mir der Doppelte irgendwie, warum auch immer, immer aufgeht. So, nass machen oder nicht nass machen. Wenn er schön langsam runterzieht, ist nicht nass machen sogar besser. Aber gut, da kann ja jeder so machen, wie er meint. So, schön stramm. Dann machen wir jetzt einen Köderfisch dran. So, ich kann schon mal ein bisschen höher machen. So, ist die Montage. Da kommt gleich nach unten, Gedöns alles dran. Und dann sind wir am Start. Dranbleiben. Ja? Pass auf, jetzt haben wir beide Ruten drin. Hier ist, warte mal, ich mach selber Kohle, ist er. Fabian. Pies geht raus. So, pass auf. Ich drehe euch mal eben. Tack. So, jetzt habe ich eine Rute. Oder wir, Entschuldigung. Jetzt haben wir eine Rute. Da. Ich denke mal, die wird jetzt auch mittlerweile so angetungelt sein, dass die jetzt auf Grund liegt. Die andere mit Pose da hinten, auch auf Grund. Und jetzt gehen wir mal eben schnell rüber. Ah, boah, jetzt wird richtig warm. Und die anderen beiden haben wir hier. So, die haben wir schön auf Grund liegen. Mal gucken. Oh, ja, wir müssen aufpassen, weil wir hier nicht ausrutschen. So, hier. Die liegt dann hier. Und hier links. Gut, jetzt werden wir jetzt, ich denke mal so, ja, halbe Stunde bis Stunde versuchen hier zu angeln. Und dann, ja, dann geht's weiter. Wenn wir uns einen neuen Spot aussuchen. Irgendwann werden wir schon Hecht finden. Und wenn nicht, dann nicht. Wisst ihr Bescheid? Dranbleiben. Bis gleich. Der macht immer so, dabei sehe ich das doch. Ist nicht schlimm. Pass auf, geht los jetzt. Geht los jetzt. Der Spot vorhin, das war nichts. Kein Biss gehabt, gar nichts. Der Kanal war auch ein bisschen breit, war eigentlich gut. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, das kennt er ja von mir. Mein gutes Gefühl geht immer im Schlüpper. Das bringt nichts mit der Duty-Gefühl. Pass auf, wir haben jetzt hier nochmal 4 Routen rausgelegt. 2 mit Pose, komm mal mit. Hier die. So, da haben wir eine direkt hier. Aber hier ist halt auch ziemlich flach. Das wundert mich. Und ich habe eine hier, die habe ich jetzt ungefähr 1 Meter tief. Die habe ich jetzt ungefähr 1 Meter tief. Und der bleibt trotzdem noch hängen. Also von daher, ihr müsst gucken. Hier haben wir ein bisschen, hier sieht man die Kringel, ein bisschen Bewegung, kleine Fische. Ist natürlich gut, kleine Fische zieht große an, aber wenn viele kleine Fische da ist, haben die natürlich auch noch genug zu fressen. Das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Aber gut, das ist jetzt am Anfang des Jahres, also die Ditbait-Zeit fängt ja jetzt gerade erstmal an.
Und dann schauen wir mal, ob es klappt. Also ich habe jetzt hier eine Route. Ganz normal einfach hier hingeballert. Rolle auf, Pose raus. So, und dann haben wir hier vorne, da habe ich noch eine liegen. Oh, dann gehen wir mal eben hier rüber. Auch ohne Routenständer, ohne Schnickschnack haben wir die hier. So, und dann haben wir die hier vorne. Habe ich hier, seht ihr, eine Pose noch liegen. Und ja, gut. Ist alles top. Mal gucken, was passiert. Einfach die Rolle auf, Route einfach liegen lassen. Aber die springen genau. Die springen genau hinter der Pose. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. So, komm, ich geh mal weiter. Jetzt schauen wir mal. Müssen wir mal genau gucken. Jetzt habe ich hier noch zwei Routen auf Grund. Du filmst ja jetzt nicht die ganze Zeit mich im Rücken, hey, oder? Gut. So. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Routen versteckt. Eine rechts. Oh, die sind hier. Da seht ihr. Haben wir die eine, habe ich hier rechts unterm Baum. Und die seht ihr da hinten, die abfallende Kante. Also wie der Baum, wo der Baum umgekippt ist, daneben. Das sind meistens immer so ein paar Hotspots. Da sitzen oftmals Hechte drin. Wenn ich ehrlich bin, habe ich hier und da auch schon mal einen Hecht gefangen an dieser Stelle. Aber wenn noch viel Köderfische da sind, ist ja selber Bescheid, ne? Dann ist halt so. Dann wollen die Hechte auch kein Dipbait. Naja, wir gucken, wir haben noch ein Stündchen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch ist. Geht schon was mit Dipbait oder ist halt eher schwierig? Also am Rhein auf Zander, habt ihr ja selber gesehen, da war schon richtig am Start. Gestern waren wir auch, da war gar nichts. Also von daher müssen wir gucken. Heute schauen wir mal. Wisst ihr Bescheid, meine Freunde. Also hier, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das fühlt sich, hier die Pose, die geht schon fast unterm Kraut runter. Komm ein bisschen vor, dann können wir mal ein bisschen gucken. Man sieht das hier, die geht fast unterm Kraut. Wenn man das so sieht, da könnte vielleicht gleich ein Zupper kommen. Auch hier vorne, hier ist alles Weißfisch, alles Ringe und. Weil da hinten die Pose, die steht, aber die, da bin ich mir nicht ganz so. Das könnte was sein. Und wenn was ist, ihr seid am Start, meine Freunde. Ihr seid dann dabei. Fangen wir einen schönen dicken Hecht. Alles klar. Dranbleiben. Die Pose ist weg. Die Pose ist weg. Pass auf. Komm her. Wir gucken, ob der Schnur nimmt. Geh mal davon aus, dass du den Kescher auch bei dir hast, falls was ist, mein Bester. Natürlich. Ja. So. Jetzt gucken wir mal einfach. Also ich weiß nicht, ob die Pose sich jetzt da runtergezogen hat. Da ist Biss, ist Biss, ist Biss. Leute, ist Biss. Ja, da ist er dran. Ey, da ist er. Oh, da haben wir einen. Oh, der ist auch nicht ganz so klein. Irgendwie rubbelt das alles noch ein bisschen komisch. Aber guck mal, schön auf die Route drauf. Aber der ist auf jeden Fall nicht klein. Aber der fühlt sich komisch an. Den müssen wir gleich mal mit runter. Als wenn er da irgendwie noch mit drin hängt. Oh, der ist groß. Der ist richtig. Ja, der ist groß. Oder der hat noch irgendwie Kraut mit dran. Aber ich spüre den wieder so. Wuh, wuh.
Ja, habe ich auch gesagt, die Stelle da vorne. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, ne? Ja. Gut, der hat natürlich jetzt auch Kraut bei sich. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Wels, Junge. Komm, du musst den Kescher an. Komm mal, gib mal den. Gib mal her. So. Hast du ihn? Na, du musst schon richtig keschern, Junge. Jetzt geht er nämlich erstmal da rein wieder. Du weißt, wie man das macht, oder? Aber der ist ziemlich groß, okay? Ja, jetzt musst du gucken, dass du ihn reinkriegst. Schön. Jetzt musst du auch gucken, dass er drin bleibt. Okay, meine Freunde, wir versorgen den. Gleich sind wir am Start mit dem schönen Waller. So, meine Lieben, haben wir ihn erwischt. Oh. Ditbaiting, das ist es. Komm mal ein bisschen näher, fahr den mal ein bisschen ab. Komm, zeig ihn mal. Ja, was machst du jetzt? Drüber fahren, Junge. Mach anständig. Versuche es, ja. Jungs, hä? Das ist ein Brocken hier. Schön. Haben wir einen schönen Waller erwischt. Zwar kein Hecht, aber einen schönen Waller. Schön, meine Freunde. Der geht gleich zurück und dann ist alles gut. So, ihr Lieben. Und da wir in Holland sind, wow. Ach, da war ein Hund. Da wir in Holland sind, darf der wieder rein. So, ach, komm, mein Freund. Zack, habt ihr gesehen? Ui, der wollte aber schnell wieder weg. Mein lieber Scholli. Hat geklappt. Zwar kein Hecht, dafür einen schönen Waller, aber wir sind ja auch noch nicht fertig. So, einen schönen haben wir drin. Hat sich das Video ja gelohnt. Alles klar. Schön dranbleiben. Einen Hecht kriegen wir auch noch. War noch gar nicht an. Ist jetzt erst an. So, meine Freunde, ein schöner Tag hier zu Ende. Was soll ich sagen? Es hat geklappt. Wir haben einen wunderschönen Fisch gefangen. Okay, der Hecht war jetzt nicht am Start, aber ich sag mal so, wir haben was Tolles gefangen. Das muss auch nicht immer, ja, was heißt der Hecht sein? Muss auch nicht immer. Hat nicht geklappt mit dem Hecht, Jungs. Aber einen schönen Glattmann haben wir gefangen. War doch gut. War hier auch mein Kumpel Fabian. Der Glücksbringer. Was warst du, Glücksbringer? Ja, der Glücksbringer für heute. Danke, wenn du Glücksbringer warst. Der hat ein bisschen Kamera gemacht zwischendurch. Hat er gut gemacht, war alles gut. Hier, sagt nochmal Ciao zum Kanal. So, vielleicht geht noch einer. Wir haben die Routen noch drin. Vielleicht funktioniert noch einer. Hat es dir gefallen, mein Freund? Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht? Ja. 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 Ja, sagt er. Hat Spaß gehabt. So, wir packen ein. Vielleicht geht noch einer, ein Abpackfisch, weil hier ist alles voll mit Brot. Hier ist alles am Wirbeln, Machen und Tun. Aber gut, boah, wird auch kalt, ist auch lang genug gewesen. Haben wir Tolles gefangen. Einen schönen Streifen werden wir wieder zusammengeknüppelt haben, hoffe ich, auf unserem Style. Und naja, hat Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, wichtig, gefällt mir machen, teilen, alles was geht, alles am Start. Also, so geht es doch weiter. Alles klar, ihr Lieben. Wir sehen uns bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüssikowski. Tschüss.